Umweltschutz und das Prinzip der Nachhaltigkeit sind tief im Koran verankert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Geschwister, ja, ich darf Sie auch heute ganz herzlich bei unserem Wort zum Freitag begrüßen. Assalamu alaikum. Als ich noch ein Kind war, erinnere ich mich, erlebte ich in Wien noch echte Winter. Es lag auch in den Innenstadtbezirken Schnee und man verwechselte bedeckte Autos mit Schneehaufen. Ja, diesen Anblick erleben meine Kinder heute nicht mehr. Wir alle spüren die Auswirkungen der Klimakrise schon jetzt. Unsere Gletscher verschwinden, unsere Felder und Wälder vertrocknen, die Hitze im Sommer belastet uns alle. Meine lieben Geschwister, unsere Kinder verdienen eine lebenswerte Heimat. Umweltschutz und das Prinzip der Nachhaltigkeit sind tief im Koran verankert. Die Überlieferungen aus dem Leben des Propheten Mohammed, Frieden und Segen seien auf ihm, liefern uns darüber hinaus zahlreiche praktische Beispiele, wie wir uns respektvoll gegenüber der Schöpfung zu verhalten haben. Ich denke hier beispielsweise an den sparsamen Umgang mit Wasser, das Verbot, Wälder zu roden oder das Gebot, Tiere gut zu behandeln. Gleichzeitig betreffen die Folgen der globalen Klimaveränderung vor allem die ohnehin ärmsten Regionen unserer Erde. Und sie zwingen immer mehr Menschen zur Flucht. Wir stehen als Musliminnen und Muslime gemeinsam in der Pflicht und Verantwortung, unseren Beitrag zu leisten, nämlich den bereits entstandenen Schaden abzuwenden und das ökologische Gleichgewicht für die uns folgenden Generationen wiederherzustellen. Die Frage, liebe Geschwister, ist, was können Sie, was können wir tun konkret? Nächste Woche von 22. Juni bis 29. Juni können auch Sie es meinem Team und mir gleich tun und mit Ihrer Stimme und Unterschrift das Klimavolksbegehren unterstützen. Mit Ihrer Unterschrift fordern Sie die Politik dazu auf, unseren Kindern eine lebenswerte und eine faire Zukunft zu sichern. Tun Sie das. Ich danke Ihnen im Namen der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich und ich wünsche Ihnen auf diesem Wege alles, alles erdenklich Gute. Für heute einen gesegneten Freitag.